Der FCA Kids Club macht Graffiti. Und damit gibt's nach langer Corona-Pause endlich wieder eine Kids Club-Aktion. Die Aufgabe? Ein Trafohäuschen mit Graffiti verschönern. Das hat beim Kids Club Tradition. Also das ist mittlerweile das 5. Trafohaus, das wir in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Augsburg, den Bunden und dem Fanprojekt des Stadtjugendrings gestalten. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist immer ein Highlight für alle Beteiligten, also nicht nur für die Kids. Diesmal ist es ein Trafohäuschen der Stadtwerke in Göggingen, das natürlich mit FCA-Motiven rundum erneuert wird. 6 eifrige Kids-Club-Mitglieder sind dabei und die geben sich richtig viel Mühe, denn das Projekt macht auch richtig viel Spaß. Ich finde die Aktion toll und das ganze Graffiti und so, das macht mir echt voll viel Spaß. Ja, einfach drauf drücken und man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Mich fasziniert einfach immer wieder, dass das ziemlich frei ist und dass man auch Fehler machen kann und sie dann wieder beheben kann. Unterstützung, Tipps und Ratschläge gibt's vom Verein Die Bunden, die sich in Augsburg für die Förderung von Graffiti, Kunst und Kultur engagieren. Aber jetzt sind wir hier schon über 5 Stunden dran und die Kids haben ganz schön was rausgeknallt auf jeden Fall. Und das eine oder andere Megatalent ist auch wieder mal dabei. Also es ist oft so, man sieht in den jungen Jahren einfach schon, dass die Kreativität noch eine ganz andere ist, als wenn man später schon geprägt wurde von Schule halt zum Beispiel. Graffiti ist eine Kunst, die man lernen muss. Es sieht alles einfach aus, braucht aber viel Fingerspitzengefühl. Das lernen die Kids hier. Wichtig ist zu wissen, dass nicht jedes Graffiti, das sie irgendwo sehen, auch illegal gesprayt wurde und sich einfach auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dass es eben auch Flächen gibt, die man auch legal besprayen kann und da auch seine künstlerische Ader ausleben kann, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Im Stadtgebiet sind die Graffiti-Trafohäuschen echte Hingucker. Die Augsburger freuen sich, dass sie Farbe in die Stadt bringen und sie immer an den FCA, ihren Bundesliga-Verein, erinnern. Im Regelfall ist es auch so, dass solche Stationen auch respektiert werden und auch nicht getaggt werden. Das heißt, diese Stationen haben eine ganz, ganz hohe Akzeptanz innerhalb dieser Sprayer-Szene und natürlich auch in der Bevölkerung. Nach über 7 Stunden Arbeit ist es endlich geschafft. Ein buntes Kunstwerk. Und da freut sich das gesamte FCA Kids Club Graffiti Team.